Mit den Kosten dürfte das Bonner World Conference Center wohl derzeit Deutschlands teuerste Bauruine sein. Die Stillstandskosten werden von Kommunalpolitikern auf rund 1 bis 2 Millionen Euro gerechnet pro Monat. Der Steuerzahler muss Unsummen aufbringen, ohne dass ein Fortschritt in den festgefahrenen Verhandlungen sichtbar wird. Dafür gab es heute eine seltene Gelegenheit für Journalisten, nachdem die Lokalzeit monatelang versucht hatte, eine Drehgenehmigung für das Innere der Ruine zu erhalten, lud der Insolvenzverwalter heute zum Rundgang. Erstmals also gibt es Bilder aus dem Inneren des stillgelegten Prestigeobjekts. Der Wachmann der Tagschicht ist gut gelaunt. Kein Wunder, endlich hat er mal etwas zu tun. Die Handvoll Journalisten checkt im Hotel des Bonner WCCB ein. Hier liegt der Anfangspunkt des Rundgangs, den Mitarbeiter des WCCB-Insolvenzverwalters, ein Ingenieur und ein Pressesprecher begleiten. In allen Räumen rauschen Ventilatoren, die monatlich Strom für 70.000 Euro verbrauchen. Draußen stürmt es bei 9 Grad. Das Gebäude hat angenehme 16 bis 18 Grad Innentemperatur. Die ständig kontrolliert wird, auch gerade im Hotelbereich. Und dann dürfte es kein Problem geben. Was würde sonst passieren? Sie kennen das von zu Hause, Schimmel. Wenn Sie nicht richtig lüften und Feuchtigkeit in den Ecken haben, dann kriegen Sie irgendwann Schimmelbildung. Und gerade durch die hohe Luftfeuchtigkeit, die Sie hier haben durch den Rhein, muss man das in den Griff halten. Man sieht der Baustelle vor allem hier im Hotel an, dass sie vor 13 Monaten quasi über Nacht aufgegeben wurde. Alles, was die Bauunternehmer an eigenen Materialien nicht mehr herausschaffen konnten, gehört jetzt zur Insolvenzmasse, liegt also so lange an derselben Stelle. Wenig einladend ist der Übergang zwischen Hotel und dem Kongresszentrum. Beide Teile können nicht unabhängig voneinander fertig gebaut werden. Hintergrund ist das ja hier, was die Gebäudetechnik anbelangt, die sehr abhängig voneinander aufgebaut worden sind. Und damit geht der Rundgang ins Kongresszentrum, ausgelegt für bis zu 5000 Teilnehmer. Das ist der gesamte Empfangsbereich zum großen Saal hin. Vorne der Eingang von der alten Stätte hier rein. Unten drunter der Verbindungsgang rüber zum alten Plenarsaal. Und hier rein durch die einzelnen Tunnel in den großen Saal rein. Oben drüber die Dolmetscher und sonstigen Kabinen. Das Kongresszentrum, vor allem der große Konferenzsaal für 3.500 Teilnehmer, macht bereits einen fast fertigen Eindruck. Es fehlen nur noch Technik und Elektrik. Aber die Bühnentechnik, Sie sehen sie an den einzelnen Abschnitten hier, die steht und ist auch abgenommen. Sie haben ein Gutachten erstellen lassen. Und da muss man mal gucken, wann jetzt tatsächlich der Baubeginn ist. Und dann kann man Ihnen mal einen verbindlichen Termin nennen, wann es tatsächlich fertiggestellt werden könnte. Sie haben mal gesagt, 9 Monate fürs Kongresszentrum, 12 Monate fürs Hotel. Hat sich daran was geändert? Bis jetzt nicht wesentlich, nein. Ganz fertig ist das Musterzimmer 123 und hätte schon Gewinn bringen können. Vor ein paar Wochen stand tatsächlich eine vierköpfige Familie mit Koffern vor den Wachleuten und sagte, sie hätte ein Zimmer im WCCB gebucht. Aber sie hat darauf bestanden eigentlich, dass hier ein Zimmer halt gebucht wäre. Aber wir hatten ein Zimmer, aber ich glaube nicht, dass der Zwangsverwalter oder Insolvenzverwalter das Zimmer gerne zur Verfügung gestellt hätte. Die Familie ist dann auch wieder mit einem Lächeln gegangen. Eine unglaubliche Geschichte mitnichten. Eine Zeit lang konnte man das WCCB-Hotel tatsächlich schon im Internet buchen, denn im April 2009 hätte es ja fertig sein sollen. Im Moment heißt es aber... Bitte nicht stören. Viele Fragen sind immer noch offen. Professor Dr. Wolfgang Löwer ist Staats- und Verwaltungsrechtler der Uni Bonn, aber auch Richter am Nordrhein-Westfälischen Verfassungsgerichtshof. Guten Abend. Guten Abend. Zunächst mal die Frage an den Bonner Bürger. Wenn Sie sowas sehen, geht Ihnen da die Hutschnur eigentlich hoch? Naja, wenn ich an die Beträge denke, die im Raum stehen, was waren es, 104 Millionen für die Bonn bürgen muss, 70 Millionen, die noch benötigt werden. Wenn man dann an andere Baustellen denkt, wie Stadthaus oder so, dann weiß man, dass eine Stadt dieser Größe leicht überfordert ist, solche Beträge zu stemmen. Beschäftigt man sich als Verwaltungsrechtler anders mit so einem Thema wie als Normalbürger, der die Fakten geliefert bekommt?
sicher, ich denke, wenn ich das höre, etwa an die badische Gemeindeordnung der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Wenn eine badische Gemeinde einen Fehlbetrag hatte, dann musste der am Jahresende ausgewiesen werden und die Gesamtheit der Bürger musste den Fehlbetrag ausgleichen. Wenn Sie das müssen, dann machen Sie keine Schulden. Dann müssen Sie zu den Bürgern gehen und sagen, ich will Geld von dir. Das ist schwierig. Also man betrachtet als Jurist natürlich das natürlich schon mit ganz anderen Augen. Ne? Wir wollen weitersprechen, müssen aber oder wollen uns noch mal mit einem anderen Thema beschäftigen, was da drauf sattelt. Denn das Thema sorgt ja seit vielen Monaten schon für Negativschlagzeilen. Und was einst ein Prestigeprojekt werden sollte, beschäftigt ja auch die Bonner Staatsanwaltschaft. Neben den Staatsanwälten haben aber auch die Mitarbeiter des Rechnungsprüfungsamtes diesen alles gewälzt, haben 475 Seiten lang einen Bericht geschrieben. Wir haben schon häufiger darüber berichtet. Wir wollen noch mal ein bisschen in die Details gehen und dann mit Ihnen besprechen. Dabei ging es in diesem Bericht unter anderem um einige Kernfragen. Sind die um 60 Millionen Euro gestiegenen Baukosten plausibel? Und hat die Stadt das Projekt auch effektiv kontrolliert und überwacht? Und die Antwort ist eindeutig. Das heißt, nein. Nein. Zum Beleg hier einige der hochinteressanten Passagen aus diesem Bericht. Horst Schallenberg, hier rechts im Bild, leitet das Rechnungsprüfungsamt und ist für den WCCB-Bericht verantwortlich. Er gilt als gründlicher Ermittler und das, was er und seine Kollegen zusammengetragen haben, dürfte den ein oder anderen städtischen Mitarbeiter in Verlegenheit bringen. Die Finanzen des Projekts liefen über die Sparkasse Köln-Bonn. Als Kreditgeber überprüfte die Bank unter anderem auch die Vertrauenswürdigkeit von Investor Kim und dessen Wege der Geldbeschaffung. Im Januar 2007 schickte die Bank eine unmissverständliche Warnung an die Stadt. Wir halten die Angelegenheit für wenig seriös und raten zu äußerster Vorsicht. Rund 10 Monate später stellt die Stadt fest, dass die Kosten in die Höhe schießen. Inzwischen sind es 29 Millionen mehr als ursprünglich geplant. Man einigt sich darauf, das erstmal für sich zu behalten, damit keine falschen Zahlen in Umlauf gebracht werden. Der pensionierte Stadtdirektor Hübner ist WCCB-Projektleiter und im Dezember 2007 tief besorgt wegen der massiven Mehrkosten. Er fürchtet eine öffentliche Diskussion und schreibt mit Blick auf die bevorstehende Ratssitzung: Wir müssen doch gemeinsam eine Sprachregelung finden, die die Erhöhung der Baukosten begründet. Finden will Hübner diese Sprachregelung zusammen mit Friedhelm Naujoks, dem Chef des städtischen Gebäudemanagements SGB. Naujoks ist für die Kontrolle sämtlicher Ausgaben des Projekts verantwortlich und hat dafür noch eine hübsche Gehaltserhöhung bekommen. Er verdient pro Jahr 175.000 Euro und seine Leistungen für ein überdurchschnittliches Gehalt waren scheinbar weit unter Durchschnitt, denn der Bericht des Rechnungsprüfungsamts lässt kein gutes Haar an der Arbeit des SGB. Die Prüfer attestieren ein Durcheinander ohne Beispiel. Unzureichende Stichproben, die Arbeit der sogenannten Prüfer sei nicht nachvollziehbar. Immer wieder moniert das Rechnungsprüfungsamt, dass wichtige Unterlagen gefehlt haben. Das Controlling hat Rechnungen als sachlich und rechnerisch richtig gezeichnet, ohne die abgerechnete Leistung und die Höhe des Abrechnungsbetrages beurteilen zu können. Keine Verträge, keine Rechnungen und keine Nachweise, ob und wie die Kontrolleure der Stadt gearbeitet haben. Eine Prüfung der Ausgaben für das WCCB sei so nicht möglich. Doch bezahlt wurden die Rechnungen trotzdem. Zum Beispiel die, die einer der koreanischen WCCB-Vorstände noch mit seiner eigenen Firma stellte. Er war damals Manager im Projekt und rechnete zusätzlich allein im März 2006 300.000 Euro für angebliche Rechtsberatung ab. Mit seinem Geschäftspartner will er in einem Monat 980 Stunden für das Projekt gearbeitet haben, nebenher, versteht sich. Die Rechnungsprüfer halten das für unwahrscheinlich. Das städtische Gebäudemanagement stempelte sachlich und rechnerisch richtig. Friedhelm Naujoks arbeitet inzwischen nicht mehr beim städtischen Gebäudemanagement, sondern im Stadthaus. Spitzenverdiener ist er nach wie vor als Beauftragter für Sonderaufgaben, zum Beispiel den möglichen Neubau des Stadthauses. Auch gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Betrugsverdachts. Frage an Professor Löwer. Als Jurist, ist das ein Sumpf oder Dilettantismus, wenn Sie das so sehen? Schwer zu sagen, aber man wird kaum umhin können, die Staatsanwaltschaft gut zu verstehen, wenn sie da ermittelt, weil Untreue und solche Tatbestände scheinen da doch sehr naheliegend zu sein. Jetzt sind Sie außenstehender Jurist, geben Sie so eine kleine Vorstellung davon, warum dauert sowas so lange?
bis man da alles kennt, bis man wirklich da mal zu einem Ergebnis kommen kann. Naja, Sie haben doch eben alleine die Aktensequenz gesehen, die der Rechnungsprüfungsausschuss aufgebaut hatte. Und das ist ja nur eine kleine Teilmenge der Akten. Da haben Sie schon viel zu lesen, wenn Sie so ein Projekt nachvollziehen wollen. Aber es geht ja jetzt eben weiter. Gegen Friedhelm Neujochs, haben wir gerade gesehen, dauern die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen an. Das hat Bonns Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch nicht davon abgehalten, eben Neujochs mit dem zweitwichtigsten Bauprojekt der Stadt zu beauftragen. Das ist die Sanierung des Bonner Stadthauses. Ja, der Abriss kostet mindestens 74 Millionen Euro, beziehungsweise mit dem Neubau anschließend käme man damit 170 Millionen Euro deutlich teurer. Würde langfristig dann aber Geld sparen. Würde man ein ähnliches Objekt anmieten, ja, dann müsse man zwischen 6 und 10 Millionen Euro Miete jährlich einkalkulieren. Jede Summe für sich scheint derzeit aber für die klamme Stadt Bonn unbezahlbar. Also eine Riesensumme. Herr Professor Löwe, jetzt haben wir gerade gesehen, gegen Herrn Neujochs wird staatsanwaltlich ermittelt. Ich zitiere noch mal, was wir hier alles gehört haben. Durcheinander ohne Beispiel, Arbeit nicht nachvollziehbar, sagt der Rechnungsprüfungsamtleiter. Wie muss man so einen Bericht dann bewerten, wenn so ein Mann plötzlich das Stadthaus als Projektsteuerer machen soll? Wie soll ich das als Bürger bewerten, dass das jemand ist, der eine Besoldung bekommt, die höher ist, wenn ich das recht sehe, als die des Oberbürgermeisters? Also da würde ich ja doch höchst qualifizierte Arbeit erwarten, wenn ich für den öffentlichen Dienst so ungewöhnlich hohe Vergütungen sehe. Und erhebliche Verdachtsmomente stehen ja im Raum. Da könnte man auch mal daran denken, eine Kündigung als Verdachtskündigung auszusprechen. Ist arbeitsrechtlich nicht einfach, aber immerhin doch irgendwie denkbar. Ob ich mich von einem solchen Mitarbeiter noch beraten lassen wollte, nach dem Rechnungsprüfungsamt, das halte ich doch für sehr zweifelhaft. Ist der Oberbürgermeister in der Zwickmulle? Muss der den da beschäftigen? Also er muss ihn jedenfalls nicht so beschäftigen, dass erneut ganz wesentliche finanzielle Leistungsverpflichtungen der Stadt von einem solchen Berater abhängen, nachdem offenbar Rechnungen als sachlich richtig gezeichnet worden sind, für die nicht mal eine ordnungsgemäße Prüfung vorgelegen hat. Da stehen sie ja mit einem Bein im Gefängnis. Das heißt also, der Rechnungsprüfungsausschussbericht ist durchaus sehr deutlich, auch in Ihren Augen? Ja, der scheint ja völlig eindeutig zu sein, was die Feststellung von Mängeln betrifft. Das ist ja auch ungewöhnlich. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist ja eine kommunale Einrichtung. Und wenn die so deutliche Worte finden, dann werden die das nicht leichtfertig dahingeschrieben haben. Jetzt kommt dann immer wieder das Problem auf, nach dem Motto, deswegen habe ich auch gefragt, muss der Oberbürgermeister jemanden beschäftigen? Oder ist vielleicht so jemand auch mit solchen großen Aufgaben schwierig betraut? Als Oberbürgermeister ist man ja anders. Man hat die Verwaltungsreform ja gemacht und der Oberbürgermeister in vielen Städten oder in allen Städten wird ja vom Bürger gewählt. Ja, also das ist natürlich, könnte man aufzäumen als Problem der Professionalität der Führung von Gemeinden. Wir haben in Nordrhein-Westfalen mehrere solche Fälle. Nur wenn es um demokratische Wahl geht, dann kann man nicht mehr fragen, was hast du gelernt, welche Vorbildung bringst du mit und so weiter und so fort. Andererseits ist natürlich auch realistisch sehen, Nürburgring ist auf der Basis der rheinland-pfälzischen Ministerialbürokratie passiert. Bergzabern ist im Moment im Gespräch auch. Also Professionalisierung schützt natürlich auch nicht vor Quatsch. Aber man kann schon darüber nachdenken, ob das eine glückliche politische Entscheidung war, auf Qualifikationsmerkmale bei der Führungsebene in Gemeinden zu verzichten. Professor Dr. Wolfgang Löwer, Verwaltungsrechtler, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung in diesen Fällen. Gerne. Ja, und das nächste Thema ist ähnlich und doch ganz anders. Ja, traurig und etwas zum Lachen täte gut. Ein paar Menschen geben sich in dem Fall sehr viel Mühe, damit andere noch was zum Lachen haben. Denn die kleinen Patienten auf der Kinderkrebsstation der Bonner Uniklinik hat es schwer erwischt. Um ihnen ein wenig Freude zu bringen, schlüpfen professionelle Schauspieler in viel zu große Schuhe und bunte Hosen. Die Klinik-Clowns versuchen, den tristen Alltag ein wenig aufzuheitern und von den Schmerzen abzulenken. Wir stampfen mit den Füßen, wir stampfen mit den Füßen.